In diesem Video schaue ich nach oben, fahre um eine Kurve, hab was Weißes im Ohr, wird vor meinen Mitreisenden gewarnt und hängt was an Zottel. Moin Leute, da bin ich wieder aus dem Bett gefallen. Es ist schon wieder Mittagszeit und wir stehen hier noch dumm rum. Haben gut gepennt, gerade mich noch mit meinem Rode Funkmikro rumgeärgert. Mir ist da am Empfänger der Anschluss verkokelt und jetzt auch am Sender. Und ich konnte nicht mehr laden. Jetzt musste ich es freibrennen, indem ich es wieder erhitzt habe. Und naja, wollte nicht wissen. Auf jeden Fall lädt es jetzt, aber ich lasse es ungern aus den Augen. Aber wie ihr seht, die Probleme mit dem Ton gehen hier munter weiter. Und ehrlich gesagt, eine Sache, die mich tierisch nervt, wenn die Technik nicht funktioniert und das macht, was man von ihr erwartet. Das ist nämlich ein Thema, das begleitet mich von Anfang an. Nicht nur mit dem Rode, auch mit anderen Mikros. Es ist der Wahnsinn. Und sonst so, Zottel ist hinten noch ein bisschen tiefer eingesackt. Oder auch nicht, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir haben hier in diesem lichten Wald mit Straße auf jeden Fall gut gepennt. Heute Nacht kein Verkehr, heute Morgen immer mal wieder ein Auto, aber sonst easy. Und ich glaube, jetzt habe ich euch genug gelangweilt und schick mal noch kurz einen Aufklärer hoch. Wetter zwar nicht perfekt, aber wird schon gehen. Viel Spaß. Hallo zurück. Ja, zugegeben, war nicht der Knaller der Flug. Hochfliegen war nicht. Es ist enorm stürmisch in der Höhe. Bei 40 Meter schon eine Sturmwarnung gekriegt und dann wollte ich es nicht riskieren, noch höher zu gehen. Sie hatte so schon Probleme zurückzukommen gegen den Sturm. Naja, aber läuft halt nicht immer perfekt. So ist halt... Was geht denn hier ab? Ey, ich glaube, ich stehe im Wald. Die ganze Mannschaft. Und... Heute ist nicht Sonntag, aber scheinbar arbeitet Flauschi an Vatertag. Und jeder hat ein Bier. Müsste ich nicht... Ist das für mich? Habt ihr mir das hingestellt? Ja dann. Aber ich muss noch fahren, ich kann jetzt nicht saufen. Sonst kommen wir heute hier nirgendwo mehr hin. Aber ihr könnt ruhig trinken, weil... Ja, wüsst nicht, warum nicht, ne? Und somit fahren wir jetzt mal ab. Also... Ich fahre und die, naja, ihr wisst schon, ne? Der Co-Pilot hat da was gefunden. Övre Nationalpark. Ein bisschen im Osten. Nicht ganz auf unserer Route, aber sieht interessant aus. Stunde Fahrt. Wahrscheinlich brauchen wir länger, aber wir probieren es. Vermutlich kommen wir wahrscheinlich aber nicht hin. Ich fürchte, die Strecke ist vielleicht noch gesperrt wegen Schnee, Matsch oder sonstigem. Aber Versuch macht klug. Und die Bande kriegt ihr nichts mehr mit. Nach der Dose Bier sind die erstmal außer Gefecht gesetzt. Dann mal los! Raus aus dem Modder. Das klappt natürlich problemlos. Immerhin fahren wir in Zottel und nicht in irgendeinem Bananendampfer. Links rum und weiter. Drückt mal die Daumen, dass der Spot aufgeht heute. Dann wäre das nämlich echt ein Hit. Und Plan B gibt's nicht. Die Strecke wurde dieses Jahr schon ausgebessert. Ich will nicht wissen, wie die vorher war, als hier noch die ganzen Schlaglöcher nicht gefüllt waren.
Es ist jetzt schon echt übel, 30, 40 km/h und selbst das ist für die ein oder andere Bodenwelle zu viel und die Dämpfer schlagen durch. Wirkliche Rumpelstreck wieder mal. Der Müll wäre auch entsorgt, wir sind wieder leichter und haben 18 Grad. Es ist fast schon schwül, milchiger Himmel, ziemlich warm also. Tja, und dann kommen wir hier aus dem Wald in die Zivilisation. Im Hintergrund weiße Berge, rechts Militär. Ich glaube, davon gibt es ja einiges. Da fahren wir lieber schnell weiter. Junger Vater, wir haben gestern für 2,06 getankt. Hier kostet der Scheiß 2,35. Zum Glück brauchen wir nichts. Das sind Sprünge. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, und dann sind wir auch schon wieder raus aus dem Dorf. Fahren jetzt auf der 87 und biegen dann nachher auf die FV173 ab. Und dann wird's spannend. Nächster Ort. Wir machen uns vom Acker, fahren die 173. Dividalen, Övre Dividal National Park. Schauen wir mal, was das gibt. Oh, Motorkontrollleuchte geht wieder an. Fuck. Oh, shit. Tja, so ist halt, ne? Hier finden wir eh keinen Zitronenhändler. Wir fahren trotzdem weiter. Aufgeschissen. Wir fahren so lange wir können. Was macht der jetzt da vor uns? Fährt als kleine Grab oder was? Wir fahren doch schon sehr langsam. Und jetzt geht's in die Berge. Der Schotter kommt irgendwie früher, als ich gedacht hatte. Eieiei. Ich dachte, das geht noch auf Asphalt ein ganzes Stück weiter. Falschdacht. Das Lustige ist, es sind noch 32 Kilometer. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt nur, dass wir auch da hinkommen, wo wir hinkommen und nicht, dass wir hier, weiß ich, 30 Kilometer hinterfahren und die letzten 2 Kilometer ist dann Schicht im Schacht und keine Parkmöglichkeit. Das wäre echt doof. Deswegen immer mal links, rechts gucken, was jetzt schon so geht, wo man pennen könnte, parken könnte. Alternativen suchen nennt man es. Gutes Zeichen. Es fahren auch andere in die Richtung. Mir scheint, die haben ja gerade neu geschottert, wobei das nicht mehr wirklich Schotter ist. Das sind einfach größere Steine, die sie hier ausgeschüttet haben. Hey, leckte mir halbe Felsbrocken in der Autosprache. Junge, Junge, jetzt kommt uns auch noch einer entgegengefahren. Der hinterlässt mal eine Staubfahne. Das ist ja der Wahnsinn. Was im Winter an Schnee hochgewirbelt wurde, ist jetzt der Staub enorm. Servus, seid ihr gut hinterher geflogen? Ich brauche nur eine kurze Pause, muss was essen. Dann geht's hier gleich weiter. Weiter geht's. Es sind noch 16 Kilometer, wenn wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Aber immerhin haben wir hier einen Belag, auf dem wir ein bisschen schneller fahren können. Dafür hat es aber wieder Schlaglöcher. Also vom Regen in die Traufe. Tja, da läuft wohl gerade irgendwo irgendwas über, wenn die Brühe hier so über die Straße läuft. Ich hoffe, die Straße wird nicht weggeschwemmt. Bäche und Flüsse alle ziemlich voll. Und dann biegen wir hier um die Ecke und plötzlich Menschenmassen. Ja, leck, wie ist der Teufel los? Und kurz drauf haben wir wieder Asphalt unter den Puschen und schmale Brücke über den Fluss. Und was jetzt kommt, bin ich mal gespannt. Also, top Straße, nur nicht mal ein Schlagloch. Keine Bodenwellen, nichts, Asphalt.
irgendwie, also manchmal verstehe ich das Ganze irgendwie nicht so richtig, nach welcher Strategie die hier ihre Straßen asphaltieren. Sehr geil. Oh, Norwegen ist einfach cool. Und guckt euch mal an, wie grün das hier schon ist. Ah, herrlich. Balsam fürs Auge, mal kein Schnee. Die Birken schon richtig ausgetrieben, die Bäume grün. Ja, leck, Wahnsinn. Ah ja, da sind die Schlaglöcher wieder. Und dem Split nach zu urteilen und den Stöcken ist hier wohl auch im Winter geräumt in irgendeiner Art und Weise gesplittet. Oh Leute, wir müssen mal kurz stoppen, das muss ich euch zeigen. Da steppt der Bär und da geht der Punk ab. Das nenne ich mal Wildwasser. Leck mich am Sockenkrausch da was an feuchter Masse runter. Da steppt mal echt der Wasserbär. Junge, Junge. Das sind ein paar Liter, die da pro Sekunde entlang geschwemmt werden. Ich weiß nicht, ob das hier eine Lachstreppe sein soll oder so, aber wenn ich jetzt Lachs wäre, das sieht mir heftig aus. Und der Damm hier sieht mir auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus, ganz ehrlich. Sehr brüchig, den wird es irgendwann mal wegreißen. So, und hier geht's ab. Junge, Junge. Ist das krass. Auch in die andere Richtung geht's gerade so wild weiter. Und apropos weiter, war nur ein kurzer Stopp, wir müssen ja auch noch ein bisschen weiter. Dann mal los. Scheuchen wir unseren leuchtenden Zottel weiter den Berg hoch. Ja, mir ist schon klar, dass da jetzt keine Lachse schwimmen. Die kommen erst im Herbst, hatte Co-Pilot gerade gesagt. Also, alles gut. Da schwimmt jetzt kein Lachs bergauf. Der wäre ja auch völlig bescheuert, wenn er das machen wird. Hört sich jetzt vielleicht komisch an von jemandem, der mit einer leuchtenden Motorkontrollleuchte rumläuft und fährt. Aber eine Panne wollte ich hier hinten auch nicht haben. Wie da der Pannendienst kommt, das kann, glaube ich, etwas länger dauern. Wenn man ihn überhaupt anrufen kann. Aber noch haben wir Netz. Wir haben noch 7,7 Kilometer zu fahren und immer noch Netz. Ja, und dann bist du echt schon weit und tief drin. Und dann kommt eine Holzverarbeitungsfirma. Und wir fahren hier mal weiter. Die GoPro will nicht mehr. Jetzt einspurig. Bitte kein Gegenverkehr. Danke. Und wir sind zurück auf Erdboden. Was stand da gerade? War ein Schild irgendwie. Oh, hier muss man 50 Kronen zahlen, also 5 Euro, wenn man weiterfährt. Sehe ich aus, als hätte ich 50 Kronen dabei. Weg geht noch 6 Kilometer. Und einen Umschlag soll man reinwerfen. Sehe ich aus, als hätte ich einen Umschlag dabei. Das ist jetzt tricky. Ich muss mal aus dem Weg, falls hier noch eine Bustruppe Autos kommt. Und ich versauf mal hier nicht im Modder. Heißt das zufällig, dass es hier vielleicht Bären gibt? Spannend. Das super FIPS funktioniert hier übrigens auch. Ich habe versucht, mich anzumelden. Es geht nicht. Es braucht eine Personalnummer, irgendwas. Und die besitze ich nicht in Finnland, nee, in Schweden, nee, in, wo bin ich? Norwegen. So, was ich jetzt gemacht habe. 10er, 10 Euro, 5 habe ich nicht. Nummer und Schild draufgeschrieben. Und das geht jetzt hier rein. Ein Briefumschlag habe ich nicht, also entweder werdet ihr damit glücklich oder kann auch nichts machen. Und jetzt fahren wir weiter. Jo, Bären gibt es hier jetzt auf jeden Fall definitiv. Aber wir kommen jetzt hier aus dem Sumpf wieder raus. Ja, ist nicht sumpfig, ist tatsächlich nur eine Pfütze. Glück gehabt. Und so geht's jetzt weiter. Dafür bezahlt man 50 Kronen. Geil. Und das Wetter wird auch immer besser, falls ihr das schon gesehen habt. Oh yeah. Holzbrück. Nationalparks, Pfosten. Und Bäume, die in die Straße wachsen. Und Grillstellen, Parkplätze. Wow. Cool. Ja, oh, Leute, Baum. Das ist aber jetzt blöd. Geht ja voll rein und verkratzt mit Zotteln. Mal eine Säge. Mal kurz aus dem Weg gebogen, schnell vorbei, bevor er zurückfatzt. Puh. Ja, läuft wieder. Ich hoffe, ich brauche nicht noch meine Säge. Da hängt nämlich einiges links und rechts jetzt über. Also fahrt hier nicht mit was Breitem, Großem hin. Tut euch keinen Gefallen.
Jo, echt anstrengend hier zu fahren. Erstens kommen wir nur langsam voran. Es geht jetzt noch ein bisschen berghoch, bergrunter. Links, rechts immer mal wieder ein Ast oder Baum, auf den man aufpassen muss. Schlaglöcher natürlich, die nicht wassergefüllt sind. Also sieht man sehr schlecht. Es ist nicht ohne 17 Grad. Aber es ist cool. Bin gespannt, ob wir alleine sind oder ob der ganze Parkplatz voll steht. Wenn ein Parkplatz kommt, laut Google Maps kommt einer. Also, ich hoffe, der ist noch da. Tja, also... Wir fahren immer noch durch den Wald. Es ist grün, es ist schottrig, es kam uns bisher niemand entgegen. Und jetzt sind wir an einem Parkplatz, auf dem wir nicht alleine sind. Da ist nämlich gut was los hier am Ende des Tals. Aber nicht so viel los wie damals, als Google Maps hier war und Google Street View. Ja, da geht's gar nicht weiter. Also man kann hier im Kreis fahren, kann man nicht. Angekommen, ganz kurze Pause, muss noch die Mikros laden, dann geht's vor die Tür und wisst ihr was? Wir sind hier wirklich am Arsch vom Arsch der Welt. Entschuldigt, dass ich das so ausdrücke, aber besser kann ich das nicht. Und wir haben hier immer noch fett 4G. Ich kann hier Insta-Stories hochladen, posten, alles. Unglaublich, ich hatte wirklich gedacht, wir sind hier komplett offline, aber nein, irgendwo steht noch ein Funkmast. Schnell mal vor die Tür, ich habe das Solarpanel rausgeholt, Zottel von hinten komplett eingestaubt. Bis in den Keller hat es gestaubt, alles hat ein wenig Dreck abgekriegt, aber da es eh schon dreckig ist, macht es auch nichts. Deswegen putzen wir wenig, dann macht es nichts, wenn es dreckig wird. Mikros geladen, wir gehen mal vor die Tür und gucken uns hier kurz um. Und dann geht's für mich an die Arbeit. Erstmal jagen wir hier durch den Wald, sehen Feuerstelle, Bänke, alles in Top-Zustand. Holz liegt rum. Das da hinten dürfte ein Kompostklo sein. Und ganz ehrlich, ich fühle mich so ein bisschen wie in Kanada. Dabei bin ich in Norwegen und habe hier ein top-neues Klo. Der Wahnsinn. Ehrlich, flippsch aus, echt. Und das ist sogar mal offen. Hier weitere Sitzgelegenheiten. Da auch noch mehr zum Sitzen. Es ist ein ziemlich cooler Spot. Und das Geilste kommt jetzt, Achtung. In dieser Hütte liegt Holz. Ist das genial. Guckt euch das an. Eine Top-Axt. Und das liegt hier alle. Das wird nicht geklaut, zerstört. Das ist einfach hier. Vom 15. April bis 15. September Waldbrandgefahr. Oh, das haben wir jetzt. Dann gibt das heute wohl kein Feuer, denn wir haben ja irgendwie, weiß gar nicht, Ende Mai oder so, ne? Aber was ein Spot. Landscape Protection Area und Nationalpark in einem, überlappend irgendwie zusammen. Und hier wieder das Schild mit den Bären. Alles ist norwegisch-englisch, nur das Bärenschild ist nur auf Norwegisch. Aber Leute, wir wissen ja, dass Bären am Start sind, von daher schockt uns das nicht. Wohnen ja mehrere in Zottel. Und natürlich kann man hier wandern, bis der Arzt kommt oder der Bär dich frisst. So gehen zum Beispiel, wenn ich das richtig verstehe, drei Wege in diese Richtung. Und das ist nicht ganz ohne, das sieht man gleich schon am Anfang. Denn zum einen sucht sich der Bach hier schon wieder einen Weg über den Wanderweg. Und zum anderen muss man, wenn man hier wandern will, über den Bach. Also, das ist nicht ohne. Aber Leute, als erfahrener Wanderer, ne, ihr kennt mich ja, man kann dann einfach ein Stück weiter hochlaufen zu einer Engstelle und dann darüber und dann geht's da weiter. So, habt ihr den Sprung gesehen? Nein, keine Angst, ich gehe jetzt nicht wandern, aber da stehen Schilder, ich will mal drauf gucken. Ist ja schon 16 Uhr, wird bald schon dunkel. Ja, oder so ähnlich halt, ne? Also, ich muss noch arbeiten, ich kann jetzt nicht wandern. 7 Kilometer geht es hier zu einer Hütte in die andere Richtung. Ist es länger mit 19 Kilometern. Und ich frage mich, kann man so einen Weg eigentlich mit einem Driveman Offroad fahren? Würde das funktionieren? So um die Steine rum. Da geht es dann sanft den Berg hoch und immer weiter weg von allem. Cooler Weg, vielleicht für morgen. Vielleicht für nie, wer weiß. Ich werde dann wieder zurück beim Parkplatz und habe noch einen anderen Weg gefunden. Nämlich diesen hier. Da geht es runter zum Fluss.
Diesen Weg habe ich auch wieder meine besten Wanderschuhe ausgepackt, die ich im Van gefunden habe. Nämlich die, und es ist schon wieder ein Tag in kurzer Hose, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Es ist so schön warm, dass das locker möglich ist. Ganz schön kreuz und quer sieht es hier aus. Jo, und da seht ihr es. Der Wasser führt leicht viel Wasser. Der Fluss führt leicht viel Wasser. Hat eine ordentliche Strömung. Und dahinter ist auch noch irgendwie Wildwasser zwischen den Bäumen durch. Die ganze Schneeschmelze, der viele Regen. Hier sammelt sich alles und fließt Richtung Meer. Zurück bei Zottel hat Friedrich Verstärkung gekriegt beim Rausgucken. Und selbst der Co-Pilot macht einen langen heute. Ja, was soll ich sagen? Geiler Spot, absoluter Jackpot. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier länger als eine Nacht bleiben bei der Anfahrt. Jetzt aber vorbei mit lustig. Es wird gearbeitet. Den Blog von gestern schreiben. Zumindest das muss heute gemacht werden. Hier wird wieder zum einen gearbeitet, zum anderen gekocht. Es gibt das gleiche wie gestern. Denn Salat und Gurke müssen natürlich weg. Die werden nicht besser über Nacht. So. Essen ist fertig. Wir machen das heute ganz campingfreundlich. Vor der Haustür. Ohne Tisch und Stuhl. Lecker. Vom Abendessen nochmal kurz vor die Tür. Der Wind hat sich gelegt. Die Sonne geht so langsam unter. Es geht auf 22 Uhr zu. Und das ist kein Scherz. Hier geht die Sonne tatsächlich irgendwann unter oder zumindest deutlich weg. Denn wir sind hier von Bergen und Bäumen umgeben. Ansonsten umgibt mich aber nicht viel. Hier stehen noch 3 oder 4 Autos und wir, Mensch oder Getier, war bisher noch nicht zu sehen. Ich warte ja, dass irgendwann ein Bär aus dem Untergrund hervorhuscht. Und jetzt machen wir mal noch die Hochwasserinspektionsrunde kurz. Der Bach sabbert hier immer noch in den Wanderweg rein, aber irgendwie versickert's Wasser, irgendwie versickert das Wasser hier oder also auch nicht, fließt woanders hin durch den Wald zurück in den Bach. Wir sind nicht gefährdet. Und laut der Riesenbach da unten macht einen Haufen Lärm, aber wird uns nicht gefährlich. 20 Meter steigt der nicht hoch über Nacht. Und nach den warmen und schönen Temperaturen über Tag wird es jetzt langsam frisch. Müssen wir bald wieder die Heizung anstellen. Qualmen wir ein bisschen den Nationalpark voll mit unserer tollen Truma Dieselheizung. Technik neuester Stand. Hier wird weiterhin kräftig rausgeguckt. Flauschi? Was ist los mit dir? Nach was guckst du so genau ums Eck? War da ein Bär? Nach der anstrengenden Abendrunde erstmal noch ein bisschen Eis. Kriegt ja keiner mit, die gucken ja alle raus. Leute, wenn ihr hier seid, das Eis, wenn ihr Karamell mögt, das Eis ist immer eine Sünde wert. Sau lecker. Dazu noch ein Schoki-Eis. Uns wäre perfekt. 2 Uhr, Video fertig, kann Penne gehen. Jungs, Mädels, wollt ihr da vorne hocken bleiben oder ins Bett? Ups, Flauschi ist da schon irgendwie zusammengebrochen. Ist nicht so ausdauernd wie Friedrich, hä? Auf jetzt, ab ins Bett mit euch. Alle miteinander. Oh. Bären-Sandwich. So. Das war's für heute und für hier. Dankeschön, wart ihr wieder mit dabei. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und schaut wieder rein, wenn es hier weitergeht. Vielen Dank für den Kommentar, fürs Amazon-Partnerlink verwenden und für die PayPal-Unterstützung. Ganz coole Sache. Freut uns immer riesig. Und jetzt penne. Ciao zusammen.